So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Battle Again. Wir sind jetzt hier bei Tails Labor und wir wollen rein. Ich bin dumm in den Tasten. Gefunden. Wow! Was ist das? Der Sound kann nicht gefixt werden. Ich habe keine Ahnung, wie man es fixen soll. Kann man die Maus sehen? Hoffentlich nicht. Falls ja, vergiss, ihr habt sie nicht gesehen. Es gibt keine Maus. Beim Game Boy Trunks gibt es ja keine Maus. Ich spiele auf keinem Emulator. Ach, komm her, du Idiot. Hey, das ist ja WMR. Nutzlos. Ich bin genial. Komm her, Junge. Der kriegt's den. Ich lach mich klein in die Hose, ey. Der Käse gepackt mich zu killen. Dum dum da 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 dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum. So. Oh, da hab ich gehittet, ey. So ein Spaten, ey. Dafür musst du sterben, Junge. Ich habe hier keine Idee jetzt. Ich lock den zu mir. Der kommt angeladen, der Spast, ey. So ein Spaten. Warte mal. Ich kenne noch ein paar Spaten auf YouTube. Das wäre mal was Geiles, ey. Welchen Spaten soll ich mal nach irgendeinem dieser... dieser Roboter danach benennen? Natürlich vor Spaten, ey. Das wäre doch geil. Jetzt bist du okay. Warte, ich bin gleich da. Du stehst vor der Haustür, ey! Tails, bist du in Ordnung? Sag, jetzt musst du dir ansehen, in den Nachrichten ist ein Roboter, der genauso aussieht wie unserer. Und er hat scheinbar ein paar Juwelierläden ausgeraubt. Ich glaube, wir haben die Fälschung eben getroffen. Wir? Wir waren alleine, du Sack, ey! Lüg doch nicht! Ich frag mich, ob da draußen noch mehr davon rumschwirren. Wird allmählich richtig interessant. Sonic! Also, was hast du ausgekriegt? Was ich rausbekommen habe, in diesem Roboter steckt eine unglaubliche Technologie. Also, das sieht nicht so aus, es gehorcht nicht mal meinen Befehlen. Du musst ihn einfach mal in Aktion erleben. Warte da draußen, bis ich fertig bin. Was machst du jetzt dran? Machst du irgendwelches Gerät anschrauben? Vielen Dank fürs Warten. Das ist 5 Heavy Attacks versuchen. Um einen Heavy Attack auszuführen, drückt das Steuerkreuz in die Richtung deines Gegners und drücke gleichzeitig den B-Knopf. Fighting Skills, hey! Glaubst du, das Ding kann überhaupt alleine stehen? Es sieht ziemlich fertig aus. Hat keine Sorgen, Sonic, bist du soweit? Ja. Geil, lernt ihr das geile System von dem R. Okay. Oh Mann, ich spoil euch den Namen, ey. Bam. Du bist am Arsch. Bam. Geschafft. Sonic Flair gehört mir. Was war das? Eine Art kleines Licht? Es geschah auch, als wir mit Shadow kämpften. Genau wie ich es mir dachte. Lass uns was anderes versuchen. Mach 5 Upper-Attacks ineinander. Ja, es geht in WBs und in andere Richtung mit dem Steuerkreuz. Hör auf, ich bin dir irgendwas zu langweilig. Ich kenne mich aus. Der macht nichts, der steht nur dumm da in der Ecke. Das ist der Attack. Bäm. Alter, hör auf damit! Nein! Es macht Spaß, sie zu verkloppen. Es macht so viel Spaß. Das war's wieder. Was ist hier los? Ich hatte recht, Sonic, der Roboter ist etwas ganz Besonderes. Okay, also ich weiß, es ist ein toller Roboter, aber was bedeutet das also? Warum sind alle hinter ihm her? Also, ich weiß zwei Dinge. Erstens, er wird von Chaosmills angetrieben. Insgesamt. Sobald wir ihm mehr Chaosmills geben, wird er seine Energie wieder bekommen. Und vielleicht sogar wieder richtig sprechen können. Vielleicht ist Eggman deshalb. Meine zweite Erkenntnis zu diesem Roboter ist noch interessanter. Dieser Roboter kann Angriffstechniken erlernen, entweder durch Beobachtung oder indem er mit Angriffsattacken angegriffen wird. Du meinst also, wenn ich ihn trete, lernt er meine Wege und tritt genauso wie ich, stimmt's? Tit? Genauso, und obendrein kann er aufgrund der gewonnenen Daten neue Bewegungen entwickeln.
Wow, das ist cool. Ich denke, ich sollte ihm beibringen, wegzulaufen, falls er mal weglaufen muss. Er kann neue Attacken lernen, indem man die R-Taste drückt. Er kann sogar Bewegungen kombinieren, zum Beispiel meinen Jumping Skill mit deiner Attack-Technik. Das stimmt, aber Attackmöglichkeiten, die dieser Roboter lernen kann, scheinen etwas eingeschränkt zu sein. Ich glaube, es hat was mit Skill Point zu tun. Ah, der Computer ist abgestürzt, bevor ich das prüfen konnte. Ich nehme an, mein Computer ist wegen des massiven Datenimpuls des Roboters abgestürzt. Also, das ist wirklich alles andere als ein gewöhnlicher Roboter. Es wird also kompliziert dann, aber grundsätzlich kann dieser Roboter unsere Bewegung lernen, oder? Wenn es der Fall ist, dann sollten wir ihm sofort zum Skanieren anfangen. Versuchen wir es mit einer K.O.-Start. Wer zuerst 10 K.O.s bekommt, der gewinnt. Okay, bist du bereit? Ted? Auf jeden Fall. Ab geht die Runde! Ich werde nicht sterben. Also bei dieser K.O.-Start geht es darum, ich muss so oft K.O. schlagen, bis ich 10 Punkte habe, dann habe ich gewonnen automatisch. Ist egal, wenn ich K.O. haue. Solange ich überhaupt jemand K.O. haue, ist es egal. Erstmal so erstmal ärgern. Attacken. Da die alle auf mich gehen. Alter. Hör auf damit, MR. Uncool, Mann. Alter, Tails, komm her, Junge. Komm her, Junge, Tails. Nein. Fick dich, MR. Ich muss ja nicht deinen Namen aussprechen, weil das scheiße ist, ey. Der verarscht mich, ey. Bleib mal stehen. Scheiße, der leuchtet. Fuck. Wenn jemand leuchtet, dann kann er mit der nächsten Special Attack, wenn er jemanden trifft, K.O. hauen. Automatisch. Der auch jetzt. Bleib mir weg! Bleib weg! Bleib mir alle weg! Nein! Bleib weg! Jetzt zu dir, du Arschloch! Du hast mich geärgert, hast mir die Chance für 5 Punkte weggenommen! Fick dich! Welches wird Wort um 2 wird? Fickt euch! Bist in Ordnung, wie es scheint, musst du noch viel üben. Schätze, der Ort ist zu klein, um das zu lernen. Gehen wir rüber zum Emerald Beach. Das Drücken der Erdteste wird ihm eine Attacke der Technik beibringen. Ich versuche es mal. MR hätte meine FE-Attack und ABA-Attack lernen sollen. Hier kannst du jederzeit deine Attackentechniken lernen. Du kannst an diesen Ort kommen, wann auch immer du sie üben möchtest. Ja. Und wisst ihr was, Leute? Mir ist ja echt langsam kalt. Das Witzige ist, ich bin seit heute Morgen wieder da, hab die Heizung angeworfen. Alles bei mir zu und trotzdem ist bei mir noch so kein Wind am Nordpol. Alter, ihr wollt nicht bei mir sein jetzt. Fangen wir an. Ich muss ihm was beibringen. Wie hab ich aktuell? 37, fuck. Hier werde ich auf jeden Fall noch viel trainieren. Okay, jetzt sollen wir ja genug Platz haben. Hey, wir sind nicht zum Spielen hierher gekommen, verstehst du? Wie üblich, wer jetzt 10 K.O.s hat, gewinnt. Bist du fertig? Lassen wir die Spiele beginnen. Jetzt gucken wir erstmal nach. Okay, erstmal alle mit Boost killen. Wow. Haut alle ab! Auch jetzt sieht sie, glaube ich, eigentlich theoretisch gegen was. Nein, 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 fuck, ich hasse euch alle. Oh, wenn dann die andere Story kommt, die Story von Rouge, Alter, ich glaube, ich werde da sterben, ey.
Ich kann mir anfangen, die Cheatcodes vom letzten Mal wieder einzuspielen bei mir. Für den Notfall. Wie war's beim alten EP? Na, am dritten Mal, wenn ich den kriege, cutte ich und greife im Notfall zum Cheat, wenn es überhaupt nicht geht. Ich keine andere Wahl habe. Das war, glaube ich, bei mir das letzte Mal so, beim ersten EP. Ich habe nur im Notfall dazu gegriffen, wenn es wirklich nicht anders ging. Sonst habe ich mich eigentlich nur versucht zu kämpfen und zu schaffen. Aber wenn ich verzweifle, dann, ja. Komm her. Geht zu euch. Mann, ey. Fickt euch. Nein. Du Tails, ich bring dich um. Du kannst deine Special Climber in deinen Arsch stecken, ich hab gewonnen. Und 2 Punkte einkassiert. Hey, sei mäßig, hast du's drauf. Bald wirst du es schaffen, Chaos Emeralds ganz alleine zu bekommen. Chaos Emeralds. Hey, Sonic, lass uns zu Nuggets gehen. Oh ja, Nuggets können uns weiterhelfen. Vor allem, weil er sich mit Chaos Emeralds auskennt. Okay, bist du fertig, MR? MR? Ja, so heißt er. Wird von Chaos Emeralds angetrieben. Also habe ich den MR getauft. So, jetzt haben wir ihn. Kann ich jetzt eigentlich so ansprechen. Cooler Name, oder? Ja, sehr clever. Hey, das ist eine MR-Fälschung vor Tails Haus. Du hast recht. Ist das auch von Eggman's Plan, dieser blöde Mann? Den werden wir es zeigen. Hey Tails, lass uns eine Angriffstechnik an MR mit der R-Taste einstellen. Ich sag mal so, ich würde jetzt noch das machen und dann würde ich den Pop beenden. Ich will ein bisschen powern. Was ist los, Sonic? Ich habe eine super Idee. MR, geh und vernichte diese Fälschung. Was? Keine Sorge, ich helfe ihm, wenn er Probleme kriegt. Wirst du halt seine Fähigkeiten nach Items gegen aussetzen, oder? Also los. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ey. Ich werde sterben. Nee, boah, ich hab verloren. Ich habe keine Chance. Ich bin nicht schnell genug. Oder kennt jemand zufälligerweise Cheatcodes für Nova-Items? Ich hasse den. Scheiße. Wo bist du, du Assi? Geh sterben, du und Sohn! Game Set, verschissen, ey. Attacke, Attacke! Einmal konzentriere dich auf die Verteidigung und nochmal. Alter, ich muss den nochmal verhauen. Ich hab keinen Bock mehr! Der wird mich zerfissen, ey. Ich werde jetzt einfach auf normalen Angriff setzen. Das denke ich mal, sollte ihn killen. Du sollst sterben, ey! Langsam reichst du mir echt, du Assi, ey! Mann, ey! Lass den Scheiß in... Ich weiß, welche Attacken ich brauche. Ich brauche den einen Sperr-Move, brauche ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich brauche diesen Move. Und dann brauche ich noch einen Move von Sonic, diesen Boost-Move. Den brauche ich. Weil dann kann ich immer richtig overpowern. Dann ist er richtig stark. Ach, leck mich doch am Arsch! Du bist so eine Scheiße, Emme. Du Fake. Stopp. So ein Assi, ey. So. Ich hab dir doch gesagt, er würde keine Probleme geben. Samara ist auch ganz aufgeregt. Samara? What? Leute, what? Wer ist Samara? Amy, was immer du sagst, wir müssen zu Nuggets und zwar in nach Norden Richtung Holy Summit. Lass uns losgehen. Was soll das? Naja, egal, wir sind auch nicht wissen. Ich werde jetzt ein paar Bänden. Im nächsten Mal geht's nach Holy Summit. Gestärkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder einen Kommentar und eine Wertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder.
bis dahin, ja, ich renne rum, weil ich kann und so. Emirate Control!